Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Long Dark. Wir sind wieder im normalen Überlebensmodus. Wurde ja auch Zeit, ne? Und wir haben ja hier noch gar nicht gelootet, ne? Also erstmal nur ein Feuer gemacht, Heier gemacht, damit wir den Spielstand speichern können. Oh je. Ja, schön. Also hier auch wieder, ne? Das werde ich dann nachsynchronisieren. Ihr kennt das ja. So, ja, da sind mal wieder Kathis Übersetzungskünste gefragt. Ich bin mal gespannt. Siehst du die Sterne? Siehst du, dass du da bist? Es ist ein Fehler des Verstandes, die Trennung wahrzunehmen. Derselbe Fehler kreiert Zeit. Sieh dich um, beobachte. Dein Vater hat versucht, das zu erhalten, was wir hatten. Die Kisten hielten den Samen des Universums. Atme tief ein und halte inne. Erneuere das Ziel in deinen Gedanken. Konzentriere dich auf eine einzige Blume. Du wirst die Wärme auf deinen Wangen wieder spüren können. Dies ist nur ein Signal von jenseits. Nur eine Wolke, die von einer anderen Welt her vorbeizieht. Die Lieder der Vögel werden rosa Himmel füllen. Erinnere dich, das schwächste Licht bricht den stärksten Schatten. Nehmen. So. Ja, die Kisten, ich weiß nicht. Müssen wir die kaputt machen? Ich weiß es nicht. Aber hier Kohle brauchen wir. Und ich sehe auf der anderen Seite, sehe ich auch was. Guck mal. Ah, da liegt der Hammer. Hoho. Ja, das wäre ja eine mittelschwere Katastrophe gewesen, wenn der Hammer jetzt nicht hier gewesen wäre, ne? Nur mal so nebenbei. Und hier müssen wir auch mal runter gucken. Das ist doch kein Handschüchen. Oh, ganz viel Zedernholz. Alles eintüten. Können wir uns denn gleich noch bewegen? 43 Kilo. So, und ich meine, dass hier hinter immer ein Safe ist. 30 Minuten oder eine Stunde alleine. Oh, okay. Es ist warm genug dafür. Und die Sonne geht gleich unter. So, dann knacken wir mal eben den Safe. Also mal eben, ne? Ihr kennt das ja. Okay, irgendwo hier. Nochmal. Okay, 21. 21. Oh, gefährlich. 11. Nur 12. Komm schon, es wird dunkel. Oh. Jetzt verliert die Kathi gleich wieder die Geduld. Und schlägt wieder übers Ziel hinaus. Ich sehe das schon kommen. Okay, also. 21. 12 war es sogar. So, wo war das jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwo hier. Ah, da. Okay, öffnen. Ich öffne, glaube ich, nie wieder ein Safe. Nie wieder. So. Können wir schon? Dankeschön. So, Moment. Wir müssen mal eben hier das ganze Holz hinschmeißen, was wir haben. Ablegen. Damit wir uns wenigstens ein bisschen bewegen können. Ein ganz kleines bisschen. Die Kohle legen wir auch mal ab. So. Ja, das sieht doch prima aus. Denn wir sind ja hier noch nicht fertig. Guck mal, ein Parker. Eine Sturmlaterne. Erstmal alles eintüten. Das können wir gleich alles in Ruhe sortieren, wenn wir denn die Schmiede geöffnet, also befeuert haben. Ne, weil gleich wird ja dunkel. Oh, den Schlafsack, den müssen wir mal aufheben. Sonst vergessen wir den hier noch. Das wäre nicht so schön. So, Kohle. Oh, noch mehr Handschuhe. Was ist hier? Nähen für Anfänger. Tja, das brauchen wir ja auf jeden Fall, weil gut nähen können wir ja immer noch nicht. Und Gewehrmunition. Noch was? Nee. Gut. Okay. So. Ja. Ganz vorsichtig. Und da war da eine Leiche. Haben wir das gelootet? Ich weiß es nicht. Oh. Aber zum Glück sind hier ja keine Wölfe unterwegs. So, den Hammer. Den brauchen wir. Ganz dringlichst. Okay.
Also, ich werde hier nicht großartig mich im trostlosen Marschland aufhalten. Ich mag das hier ja nicht, habe ich ja schon mal gesagt. Dementsprechend machen wir jetzt den Ofen hier an und machen, hoffentlich reicht das für die ganze Nacht. Können wir mit einer Lupe umgehen? Ja, können wir. Komm, wir versuchen das mal jetzt, das Glück. Mit dem Stöcksken. Okay. Wir brauchen Zedernholz. Wir müssen da Zedernholz schnell reinschmeißen. Zack. So. So, jetzt müssen wir natürlich warten, bis wir hier die Kohle reinfeuern können, ne? Oder? Ja. 19 Minuten müssen wir warten. Okay. Dann warten wir doch. Aber ich guck mal, die Kohle, die heben wir schon mal wieder auf. This pack is getting too heavy to carry. Ja, ja. Die Kohle wirst du ja gleich wieder los. Komm, wir heben einfach alles auf. Die brauchen wir nicht sortieren. Mein Gott, haben wir viel Zeug. So. Oh, und hier, den Metallschrott, den müssen wir mitnehmen. Ne, weil wir müssen ja hier jetzt gleich Metallspitzen. So, können wir schon? Ne, immer noch nicht. Okay, dann können wir vielleicht in der Zwischenzeit, ich hoffe, dass hier noch, dass wir hier noch geschützt sind. Also, ne, falls mal so ein Wolf kommt oder so. So, was haben wir denn? Was haben wir denn, was wir nicht brauchen? Irgendwas, was wir hier lassen können. Ja, hier, das da schon mal. Okay, okay, Bartflechtenverbände, oh, Schmerzmittel. Oh, guck mal, wie viel Antibiotika wir haben. Ja, also ganz ehrlich, die Anziehsachen, ne? Die würde ich ja echt gerne hier lassen. Also nicht hier lassen. Ausziehen, umziehen, anziehen. Fertig. So. Wie lange haben wir? Oh, wir müssen mal was essen. Wir müssen mal was essen. Was essen. So, jetzt nehmen wir hier mal so einen kleinen Mini-Schokoriegel, oder? Okay. Die geben ja jetzt keine 2500 Kalorien mehr. So ein Scheiß aber auch. Aber gut, dann stopfen wir uns mal ein bisschen mit Essen voll. So. Sehr schön. Können wir jetzt endlich Kohle reinschmeißen? Aha, wir können Kohle reinschmeißen. Das ist gut, weil wir müssen ja die Leistung hier erhöhen, ne? Die Schmiede, genau, benötigte Temperatur 150 Grad. Oha. Das dauert, bis wir die erreichen. In der Zwischenzeit können wir doch eigentlich mal eben hier den einfachen Parker einmal reparieren, oder? So. Oh, die Sonne geht schon unter. Okay. Repariert, sehr schön. Wo bist du denn? Aha. Okay, dann nochmal ein bisschen Kohle reingepfeffert. Ja, ich glaube also, wir werden auch so viel reinpfeffern, dass das hier die ganze Nacht brennt, das Ding. Ah, das sieht ja schon schön aus jetzt hier wieder, ne? Muss man ja echt sagen. Sehr hübsch. Aber das interessiert uns gerade nicht. Wir brauchen 150 Grad, Mensch. So, endlich. So, Pfeilspitzen. Ja. So, jetzt haben wir natürlich auch noch ein kleines Problem. Das brennt 7 Stunden noch. Okay. Dann machen wir jetzt noch einen. Und vielleicht... Oh, wartet. Ich höre Musik von der Aurora. Da müssen wir gucken. Also wir haben ja auch echt immer Aurora, oder? Ah, guck mal, der Mond. Der sieht anders aus. Seht ihr das? So, wartet mal. Wir müssen echt mal Haier machen, ein bisschen. Ich schmeiß hier nochmal Kohle rein, einfach nur, um sicher zu gehen. So, dann machen wir mal so, machen wir 6 Stunden Haier. Ja, komm, 6 Stunden Haier machen. Ich möchte hier hoch. 6 Stunden. Das sollte funktionieren, hoffe ich. 12 Tage, 13 Stunden, 49 Minuten. Mensch.
3 Stunden hält das noch. Ja, dann müssen wir nachfeuern. Machen wir das mit dem Tannenholz? Ein bisschen Kohle? Hm, ich meine, die Gradzahl haben wir ja jetzt, ne? Komm, wir hauen dann noch ein bisschen hier rein. Weil wir haben ja noch super viel zu schmieden. Guckt mal. Wir sind ja noch lang... Oh, scheiße. Abbruch. Wir haben Durst. Nicht, dass wir hier verdursten. Das wäre eine Katastrophe, eine mittelschwere. Nee. Schmiede. So. Und weiter geht's. Die ganze Nacht durch. So, machen wir jetzt noch einen. Wir gucken mal. 6 Stunden. Okay, ein bisschen können wir noch. Boah, haben wir viele Pfeilspitzen später. Das geht ja gar nicht. Ja, ja. Essen. Wer braucht Essen? Oh ja, doch, wir brauchen Essen. Guck mal. Wir verlieren hier enorm viel. Wartet mal. 4 Stunden. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir auch hier sowas machen sollen. Schon mal. Wenn wir schon mal einmal da sind. Aber andersrum, wir brauchen das ja nicht. Wir sind ja nicht im Interloper-Modus, also im Eindringling-Modus. Da machen wir uns lieber 10 Millionen Fallspitzen. So, das bedeutet natürlich, wir schmeißen hier noch Tannenholz rein. Also wir werden hier höchstwahrscheinlich die nächste Nacht auch verbringen, gehe ich mal stark davon aus. Weil wir sind ja noch lange, lange nicht fertig. Oh, und wir sollten tatsächlich doch mal was essen. Haben wir was zu essen dabei? Okay, trinken haben wir. Essen, ja, essen haben wir ja noch ein bisschen was. Nicht unbedingt noch allzu viel. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben ja hier noch Rockholmstängelchen, die wir benutzen können. So, vielleicht den noch. Den Müsli-Riegel. So, okay. Und wie lange haben wir? 8 Stunden, mein Gott. Okay. So, kurzer Zwischenstand. 5 Stunden hält das Ding noch. Und wir sind schon wieder müde und haben Durst. Und wir sollten uns vielleicht mal eben was Neues zu trinken basteln. Ne, während das Ding hier läuft. Ofen. So. Oh, vielleicht können wir uns auch mal einen Kaffee kochen. Das machen wir mal eben. So. Lecker Käffchen. Perfekt. Und trinken. Einmal so 2 Liter. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt müssen wir natürlich hier kommen, das Altholz. Das schmeißen wir da auch rein. Das muss ja noch ganz lange halten. Und dann schmieden wir natürlich unsere letzten Pfeilspitzchen noch. So. Oh je. Oh je. Also wir bleiben definitiv die ganze Nacht noch hier. So, ich hoffe, also dann schmeißen wir halt vorsichtshalber doch die Kohle da rein. Ne. Jetzt habe ich nicht geguckt. 3 Stunden noch. Oh Mann, guckt euch das Wetter an. Ja, da kommen wir nicht weit. Definitiv nicht. So, dann hier. Nochmal ein bisschen Kohle reinschmeißen. Ganz schön verschwenderisch, die Kati. Aber ich möchte halt definitiv sicher gehen, dass das Ding die ganze Nacht brennt. 4 Stück noch. Ja, ich glaube, wir sollten tatsächlich mal eben kurz ein bisschen heier machen.
oder? Oder schaffen wir das noch? Oder wir machen uns einfach noch einen Kaffee. Komm, wir machen uns noch einen Kaffee. Wir haben ja Kaffee. Oh Mann, ist das windig. Oh, Grusel, Grusel. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das momentan ein bisschen gruseliger als im als in Four Days of Night. Aber das macht natürlich auch, beziehungsweise es hat natürlich einen sehr starken Grund, dass ich hier drin echt nicht sterben möchte. Ja, und bei Four Days of Night war mir das ja so ziemlich fast egal. Oh, aber das Wetter hat aufgehört rumzuspinnen. Das ist schön. So. Ja, komm, den letzten noch. So. Perfekt. Wie lange können wir jetzt Heuer machen? 5 Stunden. Haben wir noch irgendwas zum Feuern? Dann können wir hier vielleicht... Ja, so. Jetzt haben wir die ganze Kohle da reingeballert. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, denn... So, wir essen jetzt erstmal noch den Müsli-Riegel. Und hier die beiden Energieriegel, die ziehen wir uns auch noch rein. Und guck mal, die ziehen gar keinen Durst ab. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. So, trinken noch. Okay. So, und jetzt, wie lange können wir jetzt Heuer machen? Das hat die Katze schon wieder vergessen. Ah, okay. Also 6 Stündchen sollten wir mal Heuer machen. Eigentlich sollten wir uns auch einen Kräutertee bauen, aber naja, komm, jetzt ist auch egal. Jetzt mal erstmal 6 Stunden Heuer. Und schon wieder eine Aurora. Das gibt's doch nicht. Wir haben schon wieder eine Aurora. Ach, das sieht so herrlich aus. Übertönt von Kattis Magenknurren. Ja, ja komm, wir müssen was zu trinken bauen. Noch. Nochmal so 1 Liter, sicherheitshalber, für den Nachhauseweg. Und jetzt schnell noch ein Kräuterteechen hinterher. Ne, weil wir haben ja jetzt nichts mehr zum Verfeuern. Und es wird auch schon langsam Tag. So, dann eben einen Kräutertee getrunken. Und ich hoffe, liebe Leute, ich hoffe, dass es schönes Wetter gibt. Oh, guckt mal. Also die Aussicht hier im trostlosen Marschland, die ist ja echt bombastisch. Wartet mal, 3 Stunden. Oh, 3 Stunden könnten aber knappig sein. Machen wir mal 2 und gucken, was der Ofen dann sagt. Weil irgendwie sagt der Ofen ja danach, der sagt ja jetzt nicht nur noch 1 Stunde, sondern irgendwie brennt er ja länger. Was mich verwundert ein bisschen. Aber, so, was haben wir denn? Seht ihr? Wir könnten noch 1 Stunde Heuer machen. Aber das machen wir natürlich nicht. Denn wir wollen nach Hause und zwar ganz dringlich. Und wie viele Pfeilspitzen haben wir uns denn jetzt gebastelt? 41 Pfeilspitzen, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir uns so viele Pfeile bauen können. Aber das werden wir herausfinden. Und zwar machen wir das in der nächsten Folge wieder. Weil, aber wartet, bevor, wir müssen mal eben, sie sollten ein paar Stöckchen mitnehmen. Nur um sicher zu gehen. Habe ich da einen Wolf gesehen? Nee, das ist nur ein Baumstumpf. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt erstmal hier geschafft. Wir haben Pfeilspitzchen ohne Ende. Ja, und dann gehen wir natürlich nach Hause wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann.